Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Super Mario Maker Online auf der Nintendo Wii U. Jetzt haben wir Part Nummer 7 und heute werden wir einfach mal ein paar Level der Sternenrangliste spielen. Ist ja auch schon eine Zeit her, seitdem wir es das letzte Mal gemacht haben. Das werden wir heute machen. Vorausgesetzt hat sich etwas verändert. Okay, dann spielen wir halt dieses Level einfach direkt nochmal, obwohl wir es schon mal gemacht haben. Egal. Ziel ist es, die Top 3 zu spielen. So, nochmal ein Clown-Kahn. Natürlich weg. Natürlich, was auch sonst. Hier haben wir wieder diese Custom-Musik. Ich find's lustig, man sieht hier genauso aus wie so ein Fragezeichenblock einfach. Okay, haben wir es. Normalerweise, wenn war ich das Level ja. Ich habe jetzt erst gar nicht gesehen. Kenne, sollte das jetzt auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, falscher Weg. Na klasse. Oh, man kann zum Glück da hoch wieder. Das ist gut. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Was soll denn die Katze hier bei nichts? Weil ich habe sie schon wieder verloren. Aber wir haben den Checkpoint. Let's go. Okidoki. Interessant. Ich hoffe, es macht euch jetzt nicht so was aus, wenn wir das jetzt nochmal machen. Boah, wie habe ich das noch geschafft? Ah, da kann man gar nicht rein. Echt nicht. Dieser Raum sieht ja fast genauso aus wie der von vorhin. Oh, ich bin so dumm. Dieses Mal mache ich es in einer Schritte. Oder auch nicht. Ich will immer schneller sein. Was ich noch sagen muss, ich bin leicht erkältet oder irgendwie sowas. Etwas auf den Hals, wenn man es vielleicht hört. Boah. Da tut es mir leid, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm jetzt. Echt jetzt, was soll ich hier tun? Das habe ich schon das letzte Mal nicht geschafft, glaube ich. Das ist so ziemlich die einzige Stelle, die ich ein bisschen doof finde. Ich mach's jetzt ohne das Clown-Card. Ja, dieser Sprung war schon mal ein bisschen eng. Was? Ich kann's gar nicht ohne Clown-Card machen. Na klasse. Fairness. Okay, dann werde ich das Clown-Card eben danach verlassen. Nämlich hier. Denn hier, sorgt es nur dafür, dass wir zerquetscht werden. Und hier ist der Ausgang. Okay. Ich bin immer noch mit dem Stern einverstanden, den ich gegeben habe. Eins der besten Mario Maker Level. Ist ja nicht umsonst Platz 1, meine ich. Von MK8. Okay, Platz 2. Haben wir das schon gemacht? Also geschafft haben wir es auf jeden Fall nicht. Choose your weapon and fight. Naja, sag mir jetzt so nichts.
wette, eine andere wäre besser gewesen. Na, nicht unbedingt. Hier war es jetzt ziemlich wurscht. Ein Pau wäre aber vermutlich das Beste gewesen. Hier entscheide ich mich mal für Yoshi. Da wären auch wieder alle geeignet gewesen. Okay, Propeller ist immer besser als alles andere. Feuerblume würde mir jetzt eh nichts bringen. Ja, ich wusste, dass ich das jetzt riskiere. So, jetzt weg mit dir, du Kamek. Und wir gehen weiter. Auch eine nette Idee. Okay, Yoshi haben wir schon. Nehmen wir mal. Ich entscheide mich mal fürs Pau. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Okay. Stern. Ja, aber geh halt in die Höhe, sonst ist der Stern gleich ohne Wert. Hoffentlich ist es jetzt der, der auf dem Block da oben ist. Oh, zum Glück. Wäre es der andere gewesen, hätte ich ihn nicht schaffen können. Okay. Ich nehme gern wieder meinen Propeller. Immer noch über dem der Feuerblume bevorzugt. Dann mal sehen, wie lange es so weitergeht. Okay. Hier wäre aber die Feuerblume besser gewesen. Da konnte ich viel machen. Oh, wenn Bowser Jr. da reinfällt, habe ich ein Problem. Oh, gut. Bowser da hinten hat es uns echt schwer gemacht. Na gut. Nehmen wir einmal die Feuerblume. Nachdem wir uns schon so oft dagegen entschieden haben. Und es war eine schlechte Idee. Schnell rein hier. Ich hasse Hammerbehüter. Und jetzt natürlich wieder Propeller. Da habe ich mehr davon. Auch nicht schlecht. Nehme ich mal das. Das hatten wir auch noch nicht. So ziemlich als einzige Waffe, wie, wenn ich mich nicht täusche. Okay, was soll ich jetzt machen? So muss man das machen dann. Nein, jetzt habe ich echt ein Problem. Was zum Teufel soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich muss mich töten. Das hilft nichts. Weil ich meine, das wäre das Finale gewesen und dann scheitern wir an sowas. Ja, eigentlich wäre die Feuerblume, glaube ich, doch besser gewesen. Ja, wäre sie.
Hammer, Brüder und Blue One Up Gaming, das ist das Resultat. Okay. Vielleicht wäre aber doch diese komische Kappe auch mal gut gewesen. Ohne Schaden zu nehmen, super. Hätte ich nicht gedacht. Ausnahmsweise mal gegen dich, Propeller. So geht's schneller. Oh, das war ein echt knapper Sprung. So, und jetzt... Bowser Jr., oder? Nö, sogar schon der finale Bowser. Ja, hier stehen ist echt das Cleverste. Na klasse, und jetzt stecke ich fest. Echt jetzt. Was hätte Yoshi mir da geholfen? Bei der Sache. Na gut, einen Treffer lasse ich mir noch eingehen. Propeller ist mir aber mit weniger Risiko, denke ich. Oder auch nicht. Das war einfach Dummheit. Das kann man gar nicht anders erklären. Meine Anläufe werden immer schlechter irgendwie. Boah, echt jetzt. Bist du überhaupt in der Lage, da hinzuspringen, wo ich es möchte, Mario? Überhaupt? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Okay, dieses Mal haben wir es wieder viel souveräner gemacht. Vielleicht wäre der P-Switch mal besser. Ja, das wäre auch vorhin cleverer gewesen. Dann beim ersten Anlauf mit dem Pau. Wen nehme ich noch jetzt? Ich denke wirklich, dass das ist die beste Möglichkeit. Feuerblume hätte so und so keinen Sinn gemacht. Dann hätten wir uns nicht mal verbessert. Boah, echt jetzt. Und schon sind wir wieder Game Over hier. Dennoch, ich will das hier unbedingt schaffen. Unbedingt. Komm jetzt. Ich kann ihn da gar nicht bekommen. Und ich will, habe echt keine Lust, da Ewigkeiten zu warten. Vielleicht wäre es doch mal intelligenter, ein anderes Item zu nehmen. Ja, das hat man irgendwie kommen sehen. Okay, dieses Mal...
nehme ich wieder einen Propeller. Auch nicht sehr einfach, dieser Sprung. Ja, aber ich meine, mit dieser komischen Kombi kann ich... Die Ding bin ich eigentlich. Yoshi wäre doch das Cleverste hier. Weiß mich, Bowser. Ich weiß, das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall Yoshi. Weil dann kann man eigentlich nicht gewinnen. Auch dieses Mal haben wir es relativ problemlos geschafft. Okay, dieses Mal nehme ich den P-Switch, den wir ja bisher noch nicht genutzt haben. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt nehme ich Yoshi. Denn jetzt müssen wir im Prinzip nur die Feuerbälle von den Dingen verhessen und auf ihn spucken. Boah. Komm, spuck mal wieder dein Feuer. Bald, wenn möglich. Echt jetzt, ich habe den Schlüssel schon. Wie dumm bin ich eigentlich? Woher habe ich den? Komisch. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. War das Absicht oder sollte das immer so sein? Keine Ahnung. Okay, wir werden uns vielleicht noch am dritten Level versuchen, je nachdem wie groß dessen Abschlussding ist. Oh nö, das machen wir garantiert nicht. Spielen wir jetzt einfach das hier nochmal zum Schluss. Ich liebe dieses Level. Ich hasse Spin Jump Level, deswegen. Nein. Yes, 1:1. Hm. 2:1 für mich, gut. Und der war einfach zu gut für ihn. Boah. Der war nicht gut von mir. Okay, wir dürfen jetzt keinen Fehler wirklich machen. Boah, der war gut. Und den bekommt er nicht. Ja.
Gut, den ersten haben wir schon mal geschlagen. Weiter so. Da sollst du doch nicht hin. Boah, echt jetzt? Was machst du, du Idiot? Auf das hätte ich warten können. Ich bin so dumm. Wieso fliegen jetzt bei meinem eigentlich auch solche Kugelwillis? War das vorhin auch schon so? Ach so, die sollen einen irritieren, wetten. Okay, auch die Challenge hätten wir hinter uns. Ich glaube, einer noch. Okay Leute, das war's dann für Super Mario Maker Online Part 7. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren für mehr nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.